So, ein wunderschönen zurück. Ich habe mich entschieden dazu, ein neues Let's Play anzufangen, als nebenbei Let's Play, ein bisschen als Abwechslung zu Doom for Doom. Und zwar wieder ein bisschen Brutal Doom. Muss ich mal kurz überlegen. Oh Gott. Brutal Doom 21. Und zwar spielen wir, wie man bereits am Titel gesehen hat, Freedom. Achso. Ja, das war gut. Freedom. Staffel 1. Ja, Quatsch. Staffel 1 habe ich schon. Also, Freedom als Replacement für Doom 1. Beziehungsweise Ultimate Doom. Ohne Hunter natürlich. Das kommt doch raus. Des Weiteren spielen wir jetzt mit einer, naja, relativ neuen Version. Und zwar Brutal Doom 21 vom November. Das hat, kann blalalala leiden. Weiß ich gerade gar nicht. Das war doch das Defekte hat, ne? Muss ich gleich mal gucken. Die Software soll erstmal bleiben. Ja. Gut. Okay. Starten wir erstmal. So. Ja, das war das Defekte. Da werden mir die Schlüssel nicht angezeigt. So. HXRDC, Brutal Doom 21. Und jetzt das ganz neue. Das war das C. Da. 7.7C. Mag er nicht. Achso. Version 7.7c. So. Wie geht's denn du? Perfekt. Kann man ein bisschen größer machen hier? ID-Kara. Perfekt. Gut. Dann würde ich mal sagen. Ja, ich weiß, wir werden jetzt manche den Kopf abreißen, aber ich werde als nebenbei Let's Play irgendwann mal, vielleicht auch schon relativ bald, mal den Tactical Mode starten. Und das geht mit der aktuellen Version nicht. Wobei, doch geht. Hier, Realism Mode. Also richtig hardcore. Aber das werde ich jetzt für Standard-Set-Play nicht machen, weil das macht für den ersten Map relativ Spaß. Aber es gibt ja später so eine Maps, wo man ja gleich von Anfang an von 10.000 Gegnern umzingelt ist. Und das geht mit Tactical und Realism Mode gar nicht. Da ist praktisch dann das Let's Play quasi vorbei. Deswegen werde ich das normale Let's Play halt auch normal machen. Also Gewehrstart und Ultraviolence. Ist schon hart genug für Let's Play. So. Nein. Damit bin ich noch nicht ganz einverstanden. Wir holen uns mal noch das Brutal Doom Black Edition Flashlight. Das ist der Sache etwas würdiger. Und ja, Freedom ist die aktuelle Version 11.13. Für die, die es interessiert. So. Jetzt sollte es passen. Oder auch nicht. Customize Control. Da muss das hin. Aha. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Weil ja Brutal Doom, glaube ich, genau das Spiel war, was es mal wieder zurückgesetzt hat. Ich bin nicht ganz irre. So.
Nee, das ist nicht zurück. Sehr schön. Okay, gut. Dann jetzt also der finale Start. Endlich mal. Badam. Und wir legen los. Hehe. Danke. Dass ihr noch Geräusche macht, obwohl ich ihn gerade erschossen habe. Ich verstehe diese Jugend nicht mehr. Ah, halt. Hätte ich mir beinahe vergessen, noch ein Backpack zu geben. Was schreibe ich denn hier? Danke. So. Verstehe. Bin ich ganz deiner Meinung. So, zuallererst, hier kriegen wir nichts Brauchbares, außer vielleicht die Rüstung. Wir müssen erstmal hier lang. Und bitte! Boom Headshot. Muss mich erstmal wieder umgewöhnen. Weil eben, ich habe in der Zeit immer Realismo Tactical gespielt. Und da reicht bei so einem Viecher ein Schuss aus, wenn man den ordentlich platziert, dass die Viecher tot sind. Hier brauche ich wohl zwei. So, jetzt bin ich. Gott, wie war denn das? Alter, ich habe schon so lange kein Frido mehr gespielt. Ich brauche erstmal die blaue Karte. Wo bekam ich die her? Hier brauche ich auch die blaue Karte. Oh! Bringt mir gerade nichts. Das brauche ich aber. Ist hier auch was? Nein. Gut. Ach ja, da oben muss ich drauf. Da muss ich, glaube ich, da oben hin. So, hier rein. Gar nicht rein. Gab es hier oben was Sinnvolles? Außer ein Fass? Wir haben ein Fass brauchen. Wow. Wieder unten kümmere ich mich mal nicht, das ist bloß Munitionsverschwendung. Da komme ich glaube ich sowieso nicht mehr hin. Von daher, fuck off. Oh, schön Munition einsammeln hier. Oh! Apropos Munition, mein Gewehr hat leer. Oh. Was gab's hier so Schönes? Aha, danke. Oh. Achso, bei dem Blaukart habe ich ja jetzt schon. Denke ich nochmal, ouch. Das wollte ich nicht, aber auch nicht schlimm. Oh.
Oh, kommt da. So, dann kommen wir jetzt zu der Tür. Und sind. Ah, da. Arschloch. Und so, damit ist das erste Level erstmal durch. So, Munition haben wir zumindest bei der Stoßkante auch voll. Bei mir haben wir gar keine Munition mehr. Das ist natürlich auch nett. Aber gut, was willst du machen? Dabei fällt mir einfach noch gar nicht gespeichert. Ha. So, nur. Freedom. Ja, bei Freedom, da ist irgendwie Schrift, das ist ein bisschen verkackt. Die Bindestriche. Das sind eigentlich Bindestriche. Sehen einfach aus wie so eine Klötze in der Landschaft. Aber gut. Freedom 1, Brudelboom. 21. Komma 578081. Okay, egal. Also, Brudelboom, bla 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 bla. Und schauen uns vor. Ja, und habt ihr gerade schon mal gesehen? Da fängt ein Level gleich damit an, dass da drei Gegner vor einem stehen. Das geht noch, das wird in späteren Levels, zumindest bei anderen Mods, ich weiß nicht, ob das bei Freedom auch so ist, wird das noch schlimmer. Und das dann mit Realism-Mode zu spielen, es ist quasi unmöglich. Da brauchst du, da musst du wirklich ein Level 20 mal starten, bevor du einmal durch Glück noch am Anfang davon kommst und dich dann so verstecken kannst, dass du von dort aus dann taktisch vorgehen kannst. Aber wie gesagt, wenn du halt in der Mitte von 20.000 Gegnern spawnst, naja, da bringt dir Realism-Mode und dann Überlebenskünstler zu sein auch nicht viel. Dann bist du einfach tot. Von daher, in diesem Sinne, ciao mit V.